Na gut, der Westwelle und die FDP haben das Wunderland entdeckt. Sie können Steuern kürzen, den Haushalt sanieren, mehr für Bildung ausgeben. Und das alles gleichzeitig, wie sie das machen wollen, haben sie uns nicht verraten. Man hört ja schon, es gibt angeblich eine Giftliste mit 400 Streichungsvorschlägen, wahrscheinlich vor allem im sozialen Bereich. Wir sind gespannt, was da drin steht. Ja, die CDU sagt jetzt mittlerweile nach dem neuesten Schwenk, dass jetzt erst die Steuersenkungen erfolgen sollen, wenn Wirtschaftswachstum wieder da ist. FDP sagt, Steuersenkungen bewirken Wirtschaftswachstum. Vielleicht sollten sie sich mal zusammensetzen, besser abstimmen. Wir Grüne sagen, 1 Million Jobs, das kostet 20 Milliarden jedes Jahr. Aber Geld, das gut angelegt ist, weil die Leute dann Steuern zahlen. Das heißt, wir sparen insgesamt Geld und wir investieren in zukunftsfähige Arbeitsplätze. Insofern ist unser Konzept durchgerechnet. Die handeln mit Zitronen und ich glaube, am Ende weiß der Steuerzahler genau, was wir versprechen, kann auch gehalten werden. Was die versprechen, ist nach der Wahl nichts mehr wert.